Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann. Heute bereits schon am Mittwoch. Ja, und tatsächlich schlechte Nachrichten zum Anfang. Und auch gute Nachrichten, aber erstens kommen die schlechten, die richtig schlechten, also schlecht. Ich rede hier nicht von, ja, nicht so toll, sondern wirklich schlecht. Ich hatte vorhin, vor 10 Minuten bei mir, einen Festplattencrash. Ja, Festplatte down. Es war meine Aufnahmeplatte. Das war meine Aufnahmeplatte, die ist jetzt dead, die ist kaputt. Für die Leute, die es interessiert, das war eine, glaube ich, 1 Terabyte SSD. Die sind nicht so günstig, ne? Die ist kaputt. Und ja, was heißt das jetzt? Ist ja prinzipiell kein Problem, weil ihr wisst ja, ich nehme jeden Tag auf Singleplayer-Sachen und es ist nichts verloren. Aufnahmetechnisch ist nichts verloren. Das heißt, da sind wir schon mal safe. Das ist alles nicht so das Problem. Das einzige Problem, was ich wirklich habe jetzt, ist die Bio-Geschichte. Weil alles vom Bio-Projekt lag auf dieser Platte drauf. Das heißt, heute kommt auf alle Fälle kein Bio-Projekt. Das kann ich, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt schon einen Laptop angeschlossen und auch so eine, wie heißt das, so eine Easybox, glaube ich. Heißt es? Ich glaube, Easybox heißt das. Hier muss ich nochmal fertig machen. Weil... da kannst du die Festplatte so reinstecken und dann kannst du sie über den Laptop runterladen und sowas. Funktioniert momentan alles noch nicht. Er kennt einfach die Festplatte nicht. Ich kann Kabel ranmachen, was ich möchte. Er kennt einfach die Festplatte nicht. Ich muss jetzt die Festplatte morgen, also heute, wenn ihr das seht, zu meinem PC-Techniker des Vertrauens bringen. Und ja, ich hoffe, dass ich die Map runterbekomme. Ich hoffe, dass ich die Mods runterbekomme. Das Safe Game liegt auf einem anderen Ordner, das ist nicht das Problem. Aber ich habe die umgebaute Map nicht mehr. Ich müsste, da René könnte sie noch haben, weil der hat mir nämlich die finale Map gemacht, müsste ich den René fragen. Aber das dauert jetzt alles ein bisschen. Also heute kommt auf alle Fälle kein Bio-Projekt, weil Festplatte ist kaputt. Aber das hat sich schon abgezeichnet, muss ich ehrlich sagen. Ich Dummkopf habe es nur nicht realisiert. Das war auch die Platte, wo die ganzen Aufnahmen drauf liefen. Und ich habe zuletzt immer wieder mal gesagt, Werner, die Aufnahmen lecken, die ruckeln. Und ich habe nicht gewusst, woher es kommt. Ich habe vermutet, dass die Festplatte ist. Und ja, ein, zwei Tage später, piau, pum, kaputt. Ich meine, ich nehme jetzt auf eine normale Festplatte auf, ist jetzt auch kein Problem. Vielleicht haben wir dazu jetzt sogar einen Vorteil, dass jetzt das Ruckeln und das Zucken weg ist. Das würde ich mir wünschen. Aber dann wird es wirklich die SSD. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass der Leo mir am ersten Tag gesagt hat, die SSD hatte ich jetzt ungefähr ein Jahr. Jeweils ungefähr ein Jahr drin. Und der Leo hat mir am ersten Tag gesagt, Werner, die Festplatte wird nicht lange halten, weil eine SSD ist nicht dafür da, täglich beschrieben zu werden und täglich gelöscht zu werden. Dafür ist eine SSD einfach nicht gebaut. Das Ding hält einfach nicht sehr lange. Und da habe ich gesagt, ja, ja, ist okay. Weißt du? Ja, ja. Und ja, das habe ich jetzt davon. Ja, kaputt. Aber ist nicht so schlimm. So. Was mache ich hier eigentlich? Ich wollte nicht komplett was anderes machen. So, ich mache das hier noch fertig und dann werde ich das zum Hof schicken lassen. Und ich habe nämlich gestern, ich habe gestern vergessen, wir wollten ja am Dienstag immer die Obstplantage machen. Also, habe ich vergessen. Habe ich wirklich vergessen. War jetzt gar keine Absicht oder irgendwas. Ich habe es einfach vergessen. Aber was ich nicht vergessen habe, und Gott sei Dank ein paar von euch auch nicht, da danke ich euch natürlich sehr dafür. Sollte getankt werden? Ja, ja, erzähl mir, was du nicht weißt. Ich habe mich ja letzte Woche ein bisschen drüber ausgekotzt, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp, dass das... Ja, das ist der richtige Kurs. Du kannst abfahren. Nee, fahr. Ist okay. So, und zwar habe ich mich drüber ausgekotzt, sage ich jetzt einfach mal so, wegen diesen Plattformen. Das hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und ob es da nicht was Geiles gibt. So, jetzt hat sehr viele von euch gegeben, die mir da Tipps gegeben haben. Und dann war noch jemand bei. Es waren bestimmt noch mehrere. Ich möchte jetzt nicht jeden Einzelnen loben hier, weil ich einfach die Namen vergessen habe. Aber ich habe eine E-Mail bekommen vom guten Christoph. Ich sage den Nachname jetzt nicht. Es fängt der Fall der Fälle mit K an. Der Christoph hat mir eben einen Anhänger geschickt. Und zwar ist das... wo ist denn der drin? Das habe ich jetzt gar nicht gefragt, den guten Christoph. Das ist ein Krone-Emsland, oder? Ich hoffe, ich sage jetzt keinen Quatsch, ne? Lass mal hier reingucken. Ich glaube, es ist ein Krone-Emsland. Ja,
Wenn er den finden würde, der Werner, dann wäre das alles vielleicht eine Ballentechnik. Weißt du, ist es ein URL-Get? Nee. Da ist er. Krone Emsland, automatisch beladen von Stückgut. So, und da hat er mir hingeschrieben, dass der wohl auch für Apfelkisten funktioniert. Und da haben wir gedacht, alles richtig gemacht. Weil genau das Ding wäre es gewesen, was ich suche. Nehmen wir uns mal den hier. Der ist zwar mega laut, aber wir gehen in die Innersicht und ist nicht so laut. Jo, und mit dem werden wir versuchen, Apfelkisten einzusammeln. Versuchen. Ich werde den automatisch... Ja, automatisch ist übertrieben. Ich werde den hochfahren lassen. Alter, was ist denn jetzt los? Sollte getankt werden. Hat den Trigger erreicht. Okay. Ich werde den hochschicken zur Apfelplantage und werde dann gucken, ob es mit diesem Anhänger funktioniert. Das wäre natürlich ein Träumchen. Und wenn es funktioniert, dann können wir vielleicht sogar schauen, dass wir möglicherweise vielleicht noch einen zweiten kaufen, die dahinter hängen. Weißt du? Dass man so zwei Drehschemel hintereinander hat. Wäre schon eine geile Sache. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das hier funktioniert. Ich habe, muss ich leider gestehen, schon sehr viele Sachen bekommen. Per E-Mail, bei Kommentar und so weiter. Habe sie getestet und hat nicht funktioniert. Das ist leider traurig. Ja, so geht's mir. So, wir gucken. Quaderballen, Rundballen, Zero. Okay, Zero. Apfelkisten. Wir werden den zuerst testen. So. Was haben wir denn hier? Apfelplantage. Ich müsste zur Apfelplantage. Kompost-Apfelplantage. Oh, da geht aber hinten rum der Kurs, ne? Oh, ja. Wir werden einfach ganz kurz selber hochdüsen. Weil wir haben ja nicht gesagt, Dienstag ist unser Tag für die Apfelplantage. Habe ich vergessen. Habe ich aber schon, ne? Shame on me. Ich weiß schon. Ich habe mich heute wirklich schon geschämt dafür. Danach ist die Festplatte kaputt gegangen. Aber wenn das funktioniert, dann wäre das schon geil, glaube ich. Wo bin ich denn hier gelandet? Da vorne wäre eine Kirche, ne? Da müsste ich auch mal vorbeischauen. Da war ich schon lange nicht mehr. Ach, wir sind hier. Ah ja, hat mir auch jemand gesagt. Und zwar, ich soll mal... Hier ist ja was los. Ich soll mal hier gucken auf den Grabstein. Irgendeinen Grabstein soll ich was gucken. Da steht irgendwas Trauriges drauf oder so irgendwas. Hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben. Man kann mal nachgucken. Wo geht denn hier? Ah, hier. Alter, was für ein mächtiges Tor. Geöffnet von 8 bis 22 Uhr. Bitte an die Friedhofsver... Was? Der Bürgermeister. Okay. So, was steht denn hier drauf? Ruhe in Frieden. John Doe. John Doe? John Doe sagt mir irgendwas. Was ist das hier? Sieht man nicht, ne? Warum sagt mir das John Doe irgendwas? Ich weiß es nicht, aber ich bin mir jetzt echt nicht ganz sicher. Irgendwas sagt mir das. Das ist gerade ein bisschen beängstigend. Was steht hier drauf? Fast überall das gleiche, ne? Kann man hier Wasser abzapfen? Nee, macht man nicht. Vom Friedhof Wasser abklauen. Also Werner. Also. Oh. Nee. Ist aber schön gemacht, muss man sagen. Ne? Ist echt schön gemacht. Hier ist ein Brunnen. Cool. So, kann ich da hier... Ja. Wir müssen leider weiterarbeiten. Irgendwas sagt mir das John Doe. Ich weiß aber... Da ist eine Mauer. Oh, Drehschirm rückwärts. Oh, nee, du. Ja, die Mauer geht noch ein Stückchen weiter hoch. Ich bin mir sicher, wir können da ganz kurz rausflitzen. Guckt euch mal an, wie kurz der Anhänger ist. Hat er auch Blinker? Hat er Bremse? Hat er auch. Ist ja nicht ganz cool, ne? So, ich habe euch wieder 9 Minuten verbraten. Alter, hat ein Hund gebellt. Oh ne, wenn ich jetzt die Zollbrücke bekomme, ne? Wir müssen auch mal gucken, wie es mit den Dingens hier aussieht, ne? Gucken wir mal ganz fix hier. Die Gemeinde. Voll! Wir müssen da wieder mal hier hinfahren. Oh, nee. Ja, wir haben immer, also am Dienstag haben wir immer gesagt, so Obstplantage ein bisschen, also die Apfelplantage ein bisschen pflegen und vielleicht die Gülle abholen, ne? Ja. Hat er vergessen, Rainer. Aber die Gülle werden wir morgen abholen. Ja, werden wir morgen abholen lassen. Ich habe auch gehört, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, irgendwie bei der Apfelplantage diesen Kompost so hinzuwerfen. Da muss ich gucken, was da dran ist. Und es wurde mir nahegelegt, dass ich wohl den Anhänger, also dieses Wasser, was
abkippen soll, also nicht abkippen, sondern hinstellen sollte, weil dieses Wasserfass, es sind zwei Trigger, einmal der Trigger für den Kompost vorne drin und einmal der Trigger für das Wasserfass, und das ist immer ein bisschen schwierig dann abzuschätzen, was gerade ist. War das richtig formuliert? Ich glaube nicht. Oh, unser Mitarbeiter ist auch schon da. Moin. Arbeitsmodus anschalten, X. Bin ja gespannt, was das hier bringt. Oh, das sieht aber nicht schlecht aus. Oh, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Oder? Hoppla. Hi. Ich habe tatsächlich überlegt, schreibt mir das mal in die Kommentare, ob wir so einen kleinen für die Plantage hier kaufen sollen, weil der hätte kein Dach, weißt du? Und mit dem Dach bleibe ich immer stecken hier. Wahrscheinlich, weil ich so ein Dickkopf bin. So. Muss ich hinten, habe ich eine vergessen, ne? Kann ich theoretisch auch, wenn der Modus an ist, diese Dinge hier nehmen? Aha, das funktioniert ja auch. Aha. Was war das jetzt? Ich konnte nicht mal einsteigen. Ich kann nicht mal einsteigen. Moment. So, das machen wir auch aus, damit die Meldungen erstmal weg sind. Motor aus. Jetzt kann ich jetzt. Wow. Ich konnte auf einmal nicht mehr einsteigen, ne? Weiß nicht, ich bin davor gestanden, hab E gedrückt, geht nicht. Juckt halt einfach kein, was ich hier möchte, weißt du? Die Frage natürlich auch ist, wie hoch kann man das stapeln, diese Kisten hier, ne? Oh, 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 ich habe Apfelmus gemacht. Alter, was ist denn hier für eine Party? Wer hat hier die ganzen Kisten hingeworfen? Aber es sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus, ne? Ah, hier sind aber nicht alle Kisten voll. Guck an, wenn du Vogelperspektive, sieht man, dass nicht alle Kisten voll sind. Aber nochmal vielen, vielen, vielen Dank an die fleißigen Zuschauer, oder nennen wir das Zuschauer? Ich glaube schon. Ich muss niesen, glaube ich. Nee, doch nicht. Kennst du das? Nase kitzelt, aber geht noch trotzdem nicht zu niesen. Ja, danke nochmal an den Christoph und natürlich an alle anderen da draußen, die mir diesen Wagen vorgeschlagen haben. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wir müssen nochmal gucken, wie er ablädt. Das ist nochmal eine wichtige Sache. Aber er macht wirklich alles voll, ne? Oh, Moment. Aber ich glaube, so einen kleinen Lindner wäre auf alle Fälle angebracht für hier, ne? Also, zum Wegbringen können wir dann was theoretisch was anderes kaufen. Das bin ich komplett bei euch. Aber wie oft ich jetzt schon in den Ästen hängen geblieben bin mit den großen Traktoren, ne? Das hätte verhindert werden können. Ich glaube, dass tatsächlich die Reichweite ein bisschen geringer ist vom Laden. Weißt du was? Wir werden das jetzt gleich so machen. Wir werden gleich diese Plattformen werden wir gleich mal verkaufen. Weil ich glaube, wir haben ein ganz gutes Gegenstück dazu gefunden. Weg und weg. Weil das kostet natürlich alles Unterhalt, ne? Seht ihr hier? 40 Euro am Tag? Ne, das war der Transit. Aber die anderen, glaube ich, waren auch irgendwas 10 oder 20 Euro am Tag. Schon viel Geld. Nur, dass es rumsteht, das Zeug, weißt du? Und sowieso nicht benutzt, weil es nicht. Es funktioniert schon, aber ich hätte halt einen Anhänger gehabt und den habe ich jetzt. Sehr, sehr schön. Ich glaube, er war von TSL Modding, oder? Habe ich ja falsch geguckt. Muss ich nochmal schauen? TSL, ja. Da gibt es übrigens auch eine geile Facebook-Seite von TSL. Also, das heißt, eine geile Facebook-Seite. Das ist eine Facebook-Seite. Wo auch immer so Sachen gepostet werden, welche Mod gerade gemacht wird und was gerade gemacht wurde und was der Wunsch von irgendwelchen Usern war. Ich glaube, der ist einer der wenigen, der tatsächlich auch Wünsche von den Zuschauern macht, wenn es irgendwie möglich ist. Beispiel, du schreibst es rein, ich möchte jetzt den, weiß ich nicht, den Fan36 hübsch haben, dann könnte es sein, dass er das macht. Könnte sein. Nicht jetzt in 2 Stunden, aber es könnte sein, dass er irgendwie, wenn er mal Zeit hat, dass er den macht. Den müssen wir nochmal größer ausloten, ne? Das habe ich eben gemeint mit Nähe beim Aufladen, dass tatsächlich die Plattform besser, jetzt hat es mir genommen, besser war
Also was ist besser? Vom Aufnehmen, glaube ich, die Reichweite war größer. So. Gut, ich werde es hier noch ganz geschmeidig fertig machen. Und ja, nochmals, tut mir wirklich sehr leid, aber Bierprojekt kommt heute mit Sicherheit nicht. Wegen Festplatte und so weiter. Ja, ich würde mich tatsächlich selber einen Daumen noch freuen, über einen Daumen freuen, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu weiteren Folgen auf der Hofbergmann oder Folge auf der Hofbergmann unter Los Hügelland und gucken, vielleicht schaffe ich es morgen auf das Bioprojekt wieder zu machen. Ich muss mal gucken. Bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.